Hi, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Man of Medan. Ich habe gemerkt, die letzte Folge war leider ein bisschen ruckelig. Ich hoffe, ich kriege das in der Nachbearbeitung irgendwie noch ein bisschen hin, aber ich glaube nicht. Ich habe die Aufnahmequalität mal ein bisschen runtergestellt. Das sollte aber nicht allzu doll zu bemerken sein. Ich muss mal gucken, ob ich noch nachkorrigieren muss. Aber wir machen einfach mal weiter. Gott, ist die langsam unterwegs. Wir wollen also in die Stadt jetzt. Das, was wir uns angucken können, glaube ich. Ja. Das wieder ohne Vorhersehung. Wer ist das? Ich habe den nicht erkannt. Das war nicht unser Professorchen hier, oder? Ups. Nee, ich glaube nicht. Okay. Gucken wir weiter. Ich muss ab und zu mal links rüber gucken. Hörst du das? Was war das? Ist sicher nur ein nachtaktives Tierchen. Kein Grund zur Sorge. Das klingt aber nach einem hoffe, sehr du hast guten recht. Tierchen. Siehst du das? Fuck. Irgendein großes Tier. Hoffentlich, weil sonst gute Nacht. Das war auch nur eindeutig ein Reh oder Hirsch oder sowas. Vielleicht sieht man von da oben her. Dann gucken wir uns hier doch mal um. Da liegt noch was auf dem Tisch. Oh, ist ja toll. Geisterstädte des Nordostens. Great. Okay. Mir fehlt dieser Übersetzungsbalken an der Seite, den wir bei Man of Medan hatten. Ich will eben ganz kurz gucken, ob man das irgendwie einstellen kann. Da ist unsere Seitenleiste. Und dann hätten wir den Zeitungsartikel ja auch lesen können. Warum ist das denn per Default aus gewesen? Wie beschissen. Entschuldigung, aber. Oh, okay. Geisterstädte im Nordosten. Little Hope. Zurückerobert von der Natur. Wenn man sich eine Geisterstadt vorstellt, denkt man sofort an eine leere Straße, eine Hütte in der brütenden Hitze und überall Steppenläufer. Jedoch gibt es auch im grünen Nordosten der Vereinigten Staaten Geisterstädte, tief in den Wäldern, vergessen und der Natur überlassen. Das Aussterben einer Stadt kann vielerlei Ursachen haben, aber man wird zwangsläufig auf wirtschaftliche Gründe stoßen. Die Stadt florierte vielleicht einst ob der Holz- und Bergbauindustrie. Dann verschwinden die Arbeitsplätze und die Menschen mit ihnen. In der Stadt Little Hope ist der Name Programm. Sie gehört zu diesen Städten, eine Gemeinschaft, die sich um eine Textilfabrik scharte, welche aufgrund der Übersättigung des Marktes von Billigimporten schließen musste. Nach vielen Versuchen, die Mühle zu retten, wurde sie geschlossen und die Bewohner verließen die Stadt in Scharen. Bald darauf folgten die Schließungen der Schule und sogar der Kirche. Zurück blieben nur noch verfallene Ruinen. Das war schon traurig. Ist hier noch was? Nee. Was war das da gerade? Ich hatte mal, ich hätte da eben einen Schatten gesehen, aber ich glaube, ich habe mich getäuscht. Wie geht's dir? Weiß ich nicht. Verstehst du, was uns vorhin passiert ist? Naja, was für ein Unsinn. Ich glaube, wir sind in Gefahr. Ja, schon. Ich glaube, wir sind in Gefahr. Irgendwas an diesem Ort ist furchtbar falsch. Ja, das spürt man. Man läuft schon durch den Nebel, hallo? Was lauert dort? Ruhig bleiben. Ruhig bleiben, positiv denken. Panik hilft uns nicht weiter. Und ich persönlich habe nicht die Absicht, hier draußen länger unterwegs zu sein als unbedingt nötig. Ganz deiner Meinung. Danke für dein Interesse.
Hat er das nicht gesehen? Oder war das zu weit unten, um das zu sehen? Eo. Ich glaube, das wird immer noch ein bisschen ruckeln. Aber ich kann es nicht noch weiter runterdrehen. Können wir uns das Plakat? Ja, können wir. Geschichtsverein Little Hope präsentiert Die Hexe von Edmonton. Ein Drama von W.M. Rowley Fossdecker und John Ford. Aufgeführt in historischer Kleidung in der Schule von Little Hope. Samstag, 17. April, 19 Uhr. Mhm. Könnte das erklären, was wir gesehen haben? Könnte, muss aber nicht. Das kann schon sein, doch es wirkte so echt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Gruselige Erscheinungen oder ein Trupp irrer Historiker. Wir gehen weiter. Kleine Mädchen. Es ist beklemmt. Reifenspuren. Hätte da jemand arg gebremst. Kann ich mir die angucken? Hä? Waren die nicht eben noch Reifenspuren? Hier waren doch eben noch Reifenspuren, oder bin ich blöd? Nun gut. Bilde ich mir auch schon Dinge ein. Da vorne ist irgendwas! Schrei doch noch ein bisschen lauter. Wo lang? Beeilen wir uns. Wie recht du hast. Schaut mal! Hey! Halt! Stopp! Wisst ihr was? Das erinnert mich an alle Horrorfilme, die ich kenne. Was machen wir jetzt? Ich regle das. Ihr bleibt hier. Oh nein, oh nein, oh nein. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich will nicht zwei verlieren. Ich will aber auch nicht, dass das... wenn sie helfen kann... ich komm mit. Warte, ich komm mit dir. Vielleicht kann sie helfen. So, dass er nicht drauf geht. Ich will nicht gleich am Anfang schon jemanden verlieren. Hey, ihr zwei! Das ist nicht gut. Ihr solltet Hand in Hand gehen, damit ihr euch in dem Nebel nicht verliert. Hey! Ist da wer? Hey! Oh Gott. Hallo? Oh Gott.
Was zum... John! Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Wer sind Sie? Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Es sind düstere Zeiten. Halt! Warten Sie! Fort von mir! Was zur Hölle bist du? Was willst du? Du bist... Das ist unmöglich. Eine verderbte Zunge. Euer fauler Zauber wirkt bei mir nicht. Ich flehe euch an, Herr. Vertreibt diese Erscheinungen. Wer seid ihr? Das kann nicht wahr sein. Starrt mich nicht so an. Ihr seid nicht mein Gemahl. Gehen wir in die Stadt. Es ist nicht mehr weit. Und da finden wir vielleicht Hilfe. Alles okay? Ich gehe nicht in diese Stadt. Ich habe mich selbst gesehen. Wir sollten die Wahrheit sagen. Überhaupt nichts ist okay. Ich habe Angst, bin verwirrt und habe mich gerade selbst im Nebel gesehen. Was ist da drin passiert? Die Frau im Nebel kam wie aus dem Nichts und sah wie jemand aus Salem aus. Sie brabbelte etwas in einem Dialekt, den ich noch nie gehört habe. Und die Krönung? Sie sah genauso aus wie ich. Aber wie ist das möglich? Du musst dich gleich so überreagieren, Angela. Das war's dann für mich. Scheint so, als ließe uns der Nebel nirgendwo hin. Außer mitten ins Stadtzentrum. Der Nebel entscheidet, wohin wir gehen dürfen? Scheiß drauf! Ich gehe woanders lang. Schaut ihr denn keine Horrorfilme? Nie Trennung. Horrorfilme sind dumm. Ich gehe hier lang, ohne euch. Vielleicht ist das keine gute Idee, Taylor. Ich gehe da auf keinen Fall hin. Ich gehe mit John. Andrew hat recht, Tyler hat recht. Ich würde auch in die Stadt gehen. Andrew hat recht. Die Stadt ist nicht so weit weg. Wir gehen gemeinsam. Niemand hat dich gefragt, Omi. Okay, Ruhe jetzt. Alle mal durchatmen. Was wäre jetzt am schlausten? Wir erreichen mehr, wenn wir uns trennen. Ich gehe mit Taylor. Es ist nicht sicher, wenn du hier alleine bleibst. Zwei Teams finden leichter einen Ausweg. Und das wollen wir doch alle, oder? Du hast wohl recht. Wenn Nein. es der Nebel zulässt und ihr Hilfe findet, schickt sie in die Stadt, zu uns. Niemals trennen. Ich glaube, wir finden schneller Hilfe als die anderen. Hauptsache, irgendwer findet noch Hilfe. Hat sie recht. Es ist ja kein Wettkampf, wer jetzt schneller ist. Wir brauchen Hilfe und das ist ein Fakt. Egal wer die Hilfe findet, egal wer recht hatte. Hauptsache, wir kommen hier weg. Das wird vermutlich nicht so schnell passieren. Moment. Das Geräusch. Danke. Ist alles okay? Was für ein Fahrrad? Alles gut. Das war nur der Alte aus der Bar mit seinem Rad. Dummer alter Säufer. Irgendwo hier ist sicher ein leichterer Weg, der zurück zur Straße führt. Gehen wir. Oh Gott, das sah aus wie weiß ich nicht. Hast du dafür eine Erklärung? Keine Ahnung. Nein, nicht wirklich. Ich weiß, dass es in Little Hope fast zur selben Zeit wie in Salem Hexenprozesse gab. Was war los? Das kannst du selbst herausfinden. Was zur Hölle war das? Und jetzt? Was ist? Ist alles okay? Was hast du? Alles gut? Ja, danke.
Es geht schon, aber irgendwas hier ist... Was wir heute erlebt haben, ist nicht leicht zu verdauen. Wir gehen alle anders damit um. John hier will unbedingt anführen, das Alpha-Tier spielen. Während Daniel und Taylor anderen, etwas tierischeren Trieben nachgehen. Mach mal ein bisschen. Meinst du, dass sie, Wird erwachsen, Andrew. Wärst du mit Taylor unterwegs, würde es dir gleich ergehen. Wir haben definitiv größere Sorgen. Wir haben echt größere Sorgen. Stimmt. Und ich fürchte, wir kommen nicht wirklich weiter. Wir sollten zu John gehen. Humor behalten ist, denke ich, wichtig, aber wir müssen uns natürlich trotzdem fokussieren. Oh, noch so eine. Oh, nö. Das ist die Gestalt von eben. Alles okay? Es fühlt sich an, als könnte ich es Angela einfach nicht recht machen. Ich habe das Gefühl, für alle hier verantwortlich zu sein. Ich bin für euch alle da. Was würdest du an meiner Stelle denn machen? Denk auch mal an andere, positiv denken. Positiv denken. Auf jeden Fall. Ich schätze, ich würde Optimismus zeigen. Würde mein Bestes geben. Mehr geht nicht. Ich weiß nicht, ob mein Bestes bei dem Ganzen, was hier heute Abend los ist, noch reicht. Was wir vorhin gesehen haben, glaubst du wirklich, das war übernatürlich? Ja, definitiv. Sieht schon langsam fast so aus. Erst das kleine Mädchen im Nebel und dann, was immer zur Hölle das vorhin war. Nur weil wir dafür keine Erklärung haben, wäre es extrem unklug, dass wir gleich übertreiben. Ähnliches geschah während der Hexenprozesse in Little Hope. Fehlentscheidungen aufgrund mangelnder Beweise. Ich denke auch, dass das was anderes ist. Ja. Das, was hier gerade passiert, ist anders als das damals. Wisch meine Worte nicht so schnell wieder vom Tisch. Ich meine... Das klingt echt nicht gut. Kein Grund zur Sorge. Kein Grund zur Sorge, am Arsch. Damals ist wirklich was ganz anderes. Wir haben es hier wirklich mit Übernatürlichem zu tun. Er ist aber auch ein Schisser, ne? Aber gut, ich wäre auch weg. Schon lange. Aber geht ja nicht. Oh, wie ärgerlich. Ich hätte mich da gerne umgeguckt. Gut gemacht. Freut mich, dass du hier bist. Ja, er ist ausgeflippt. Du bist ausgeflippt. Wie vorhin auf der Straße. Ist doch auch verständlich. Wenn ihr zwei allein sein wollt, hättet ihr das auch sagen können, anstatt einfach abzuhauen. Ich muss bei John bleiben. Wir haben dich auch vermisst. Hey, hey. Wir würden es ohne dich keine Sekunde länger aushalten. Er hat recht. Wir sind beide durchgedreht, weil wir dachten, das Ding hat dich gefressen. Was immer es war. Die Chancen dafür stehen schlecht. Die schreckliche Kreatur in der Hütte war tatsächlich eine Katze. Komm, machen wir weiter.
Das ist ärgerlich. Ich habe mich durch den Buttonwechsel ablenken lassen und direkt gedrückt, statt abzuwarten. Ach, wie ärgerlich. Ich habe mich gern da umgeguckt. Hier finden wir sicher was. Ein Funkgerät, ein brauchbares Telefon. Vielleicht sogar den Busfahrer. Schau, ob du etwas zum Zerschlagen der Scheibe findest. Okay. Dann suchen wir mal. Meine Katzen spielen schon wieder im Hintergrund. Wie immer. Den Stuhl zum Beispiel, die könnte man auch nutzen, um die Scheibe einzuschlagen. Warum nicht? Ein Steinchen. Hübscher Stein. Ruckel. Gib her! Ich schlag das Fenster ein. Kein Problem. Ich mach das. Okay. Wenn du meinst. Das kann doch jeder. Nicht jeder. Ein Stein 5 Meter durch ein Fenster werfen? Das kann doch wirklich jeder. Lass wen anderen ran, wenn du dich unter Druck gesetzt fühlst. Ich bin ganz entspannt. Ich sag ja nur. Bist du mal ruhig? Mach dir dann mal endlich. Der Rahmen wird noch morsch und das Glas von selbst herausfallen, bevor ihr zwei fertig seid. Treffer! Du hast wohl doch das Zeug zum Baseballer. Mich verarschen. Glaubst du, ein Anfänger könnte so werfen? Auf die kurze Distanz ist. Hey, du hast getroffen. Was? Scheint sicher zu sein. Und deinen Siegestanz aufführen. War ganz einfach. Du bist dran. Die anderen beiden. Daniel, Little Hope, Schule 016. Glaubst du diesen Doppelgänger-Kram? Ich weiß nicht, was John gesehen hat und ich habe auch nicht vor, es herauszufinden. Na, da lief ein kleines Kind. Hier können wir nicht abbiegen. Sah aus wie ein Weg, aber ist keiner. Was war das? War bestimmt gar nichts. Das kauft keiner, kein Wunder. Wer will schon Land in dieser gottverlassenen Stadt? Grundstück zu verkaufen. Sieht wirklich aus, hängt das da schon länger. Warum die Schule wohl geschlossen ist? Vergiss das mal. Selbst wenn du es schaffst, ich werde dir nicht folgen. Ich meine, da glitschte sie aus der Sequenz. Verschwinden wir. Oh, da geht's offenbar nicht durch. Hab mich wohl falsch entschieden. Was ist denn mit der Sequenz los hier? Ich hätte zuhören sollen. Ganz ruhig. Kein Stress. Keiner hat uns hierher gescheucht. Wir finden einen Weg. Sie glitscht immer noch vor sich hin. Großartig. Da haben wir noch eine Anschlagtafel oder sowas. Was zur Hölle? Hey du, warte! Stopp, ich will erst gucken. Little Hope 1692. Little Hope Bridge. Ist das die gleiche Brücke, wo die anderen vorstehen? Brücke von Little Hope Spielplatz. Ach, da geht's zu der Brücke. Aber da müssten wir die anderen ja eigentlich wieder treffen, oder? Oh, ich habe gerade ganz kurz vor ihr erschrocken. Oder gibt es hier mehrere Brücken in Little Hope? Oh, auf dem Spielplatz. Oh, komm schon. Muss das sein? Kann ich hoch? Schade, das wäre witzig gewesen. Ach, was wollen wir denn hier? Das schreit doch nach irgendeinem Gruselkram. Voll verwildert. Eine alte Zeichnung. Das ist irgendwie verstörend, dass die noch hier liegt. Achso, ich wollte es mir noch einmal gucken.
Das ist ein kleines Mädchen. Ist das die vermummte Gestalt? Ist das von dem kleinen Mädchen, was wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben? Ich habe irgendwie gerade beim ersten Mal nur auf den Zustand des Papiers geachtet und mir das Bild gar nicht genau angeguckt. Ey. Hey, geht's dir gut? Komm raus, wer bist du, wer bist du? Wer bist du? Was machst du hier? Irgendwas ist an dieser Sache echt faul. Ist das das Kind, das Angela und Andrew gesehen haben? Ich weiß es nicht. Wow, mach das lieber nicht! Was zur Hölle geht das? Das ist gerade nicht passiert. Still jetzt. Er soll mich nicht kriegen. Wovon redest du? Geht weg, sonst findet er mich. Komm heraus, Mary. Ich weiß doch, dass du dort bist. Bitte. Nein, lass mich los. Ich lasse dich los, wenn du versprichst, unser Geheimnis zu bewahren. Deine kindischen Spiele sind lästig. Du wirst mich respektieren und du sagst nichts. Nein! Lass sie los. Loslassen, sofort! Welcher Zauber ist das? Ich bin bis ins Mark erfroren. Ich habe nichts getan. Amy ist die Zauberin. Sie ist im Bunde mit dem Teufel. Ich sah sie im Wald mit ihren Teufelsdienern. Ich bin unschuldig. Ich erfahre die Wahrheit so oder so. Du kommst mit mir, Kind. Danke euch vielmals. Sei still, Kind. Weiß jemand, was gerade passiert ist? Es muss eine Verbindung zwischen den Kindern geben. Das kann kein Zufall sein. Ich versteh's nicht. Wir sollten hier schnell weg. Gehen wir. Finde ich auch. Boah, das ist super cool gemacht. Mit den Rückblenden und... Aber dass er die nicht sehen konnte, fand ich ein bisschen irritierend, weil die Kleine kann zwischen den, ich nenn's jetzt mal, Zeitebenen wandern offensichtlich. Er nicht. Wir können das auch irgendwie aus irgendeinem Grund. Wir konnten den ja anfassen, wir konnten den ja, ne, davon abhalten, sie festzuhalten. Okay, wir müssen aufpassen mit Angela an Abhängen. Die will ich dort nicht verlieren. Ich würde aber schön, sagen, dass du da bist. Wir kommen beide hier raus. Wirst sehen. Genau. Und das werden wir in der nächsten Folge sehen. Denke ich. Zumindest ein Teil. Wir machen hier einen kleinen Cut. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich das ordentlich aufgenommen kriege. Ich sehe die ganze Zeit im OBS nebenan, dass die Codierung überlastet ist. Ich muss mal gucken, was ich mache. Ich muss mir die Aufnahme gleich mal anschauen und dann sehen wir weiter. Ja, wie gesagt, ich finde das sehr schön gemacht, dass diese Rückblenden zu sehen sind und die Zeitebene miteinander interagieren, und das könnte noch richtig, richtig cool werden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auf der Reise weiterhin mit dabei. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, wenn auch immer ihr dieses Video seht, und bis zum nächsten Mal. Ciao!